Oh, draußen ist es kalt. Was ist das? Mach doch die Tüte auf. Oh. Sie sind handgestrickt. Miyuki Kashima hat sie für mich gemacht. Oh. Sie passen genau zu dem Schal, den sie mir zu Weihnachten geschenkt hat. Da. Also, ich finde, sie hätte sie dir schon früher schenken sollen. Jetzt wird es ja bald wieder warm. Das macht nichts. Der nächste Winter kommt bestimmt. Das ist nun mal so. Jahr für Jahr. Schal, den sie mir gestrickt hat. Und das sind die passenden Handschuhe dazu. Und dieses Geschenk habe ich für sie. Ich kann es kaum erwarten. Herzlichen Glückwunsch. Oh nein, ich versuch's anders. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Du wirst 17 Jahre alt. Jetzt bist du fast schon erwachsen. Und dann wird Miyuki zu mir sagen... Oh nein, Masato! Warum klopfst du denn nicht an, wenn du reinkommst? Hat Miyuki Kashima Geburtstag, Masato? Ah, ja. Und wann? Aha. Masato! Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Miyuki. Hallo. Masato, hast du übermorgen Nachmittag etwas zu tun? Was? Weißt du, da hat Miyuki nämlich Geburtstag. Ah, verstehe. Ich möchte dich auf eine Party einladen. Yuko und ein paar andere Freunde kommen auch. Was ist, hast du Lust? Oh ja, sehr gerne. Aber dann sind wir doch eigentlich überflüssig, nicht wahr, Miyuki? Red nicht so einen Unsinn. Das stimmt, ihr seid überflüssig. Oh. Miyuki, sag mal, kommst du auch übermorgen? Nein, danke. Ich möchte nicht. Das wird wohl auch ein bisschen viel, wenn wir beide kommen. Nicht wahr? Mhm. Wieso denn? Oh, ich muss mich beeilen. Ciao. Ja, aber Miyuki. Meine Schwester versteht mich immer besser. Hallo, Masato. Hallo. Weißt du, über welches Geschenk sich Miyuki freuen würde? Was? Ich meine, ein Geschenk zu ihrem Geburtstag. Hä? Hat sie etwa Ryuchi auch eingeladen? Was hast du, Masato? Oh, nichts, gar nichts. Du kannst ich habe sie nur nachgedacht. Heute Abend, zu Hause. Wieso zu Hause? Wie meinst du das? Na, zum Beispiel heute beim Abendessen. Oder ist Miyuki plötzlich ganz woanders hingezogen? Oh, du meinst Miyuki? Ja, wir wohnen zusammen. Ah, du sprichst von Miyukis Geburtstag? Ja, weißt du denn nicht, wann deine Schwester Geburtstag hat? Doch, natürlich. Übermorgen. Ja, genau. Und davon rede ich. Oh. Also, horch sie ein bisschen für mich aus. Das habe ich ja völlig vergessen. Meine Schwester Miyuki hat ja auch übermorgen Geburtstag. Aber Masato, was machst du da? Oh? Du hast deinen Pullover als Hose angezogen. Miyuki! Miyuki! Ach, sie ist noch nicht zu Hause. Was soll ich nur machen? Meine Schwester Miyuki hat Geburtstag. Und Miyuki Kashima hat mich auf ihre Party eingeladen. Hallo, Masato! Miyuki, es tut mir leid. Ich will dir die Wahrheit sagen. Ich habe deinen Geburtstag völlig vergessen. Miyuki, ich schäme mich so. Bitte verzeih mir. Es tut mir schrecklich leid. Das ist doch nicht so schlimm. Mach dir keine Sorgen. Wir haben uns Jahre nicht gesehen. Da kann sowas schon mal passieren. Hm? Ich bin nicht böse. Ich freue mich, dass du dich doch noch erinnert hast. Miyuki. Ich gehe jetzt in die Küche und mache uns was Leckeres zu essen. Ja. Abendbrot ist fertig. Ich wollte dir noch was sagen. Hm? Miyuki Kashima hat nicht gewusst, dass du mit ihr Geburtstag hast.
habe den Knopf schon überall gesucht. Sie hat bestimmt von deinem Geburtstag nichts gewusst, als sie dich zur Party eingeladen hat. Wirklich. Ich weiß. Sie ist ein nettes Mädchen. Sie sieht gut aus, sie ist klug und sie kann gut kochen. Und stricken kann sie auch. Das Einzige, was mich an ihr stört, ist eigentlich nur, dass sie dich lieb hat. Oh, verstehe. Du kannst ruhig hingehen. Ja? Ich hab nichts dagegen. Ja, aber du, Du könntest ja gegen 11 wieder zu Hause sein. Gegen 11? Ja, dann ist ja immer noch eine Stunde lang der 9. Februar. Und dann können wir in der letzten Stunde des Tages meinen Geburtstag feiern. Nur du und ich. Na, was sagst du dazu? Ich bin pünktlich um 11 Uhr wieder zu Hause. Okay, bis dahin werde ich mit Ryuchi und ein paar anderen feiern. Mit Ryuchi? Wenn Ryuchi kommt, kommt Herr Nakata bestimmt auch. Aber eins musst du mir unbedingt versprechen, Miyuki. Ab 11 Uhr sind wir beide dann ganz alleine zu Hause. Mhm. Muraki, leist du mir bitte 10.000 Yen? Ich verlange aber hohe Zinsen, 10%. Oh nein, du bist ja teurer als eine Bank. Dann geh doch zu einer Bank. Es ist doch nicht mein Problem, dass du deiner Schwester immer noch kein Geschenk besorgt hast. Du Gangster! Welche Bank sollte dir denn was leihen, hä? Sei nicht so grausam. Schon gut, schon gut. Also dann, hier sind 10.000 Yen. Da. Danke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, da fehlt aber noch ein Schein. Ich hab die Zinsen gleich abgezogen. Du bist wirklich ein Gangster, dass du dich nicht schämst. Okay, geh zur Bank. Mal sehen, ob dir einer was leiht. Nein, bitte nicht, Muraki. Warum nicht gleich so? Verdammt, morgen schreiben wir eine Prüfung. Was? Morgen? Sollen wir dann deinen Geburtstag nicht lieber später feiern, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Hallo, Miyuki. Oh, Ryuchi. Bist du ein Fest? Also gut. Ich will nicht schuld daran sein, wenn du dein Examen nicht bestehst. Deshalb kann man doch trotzdem feiern. Du brauchst dir um das Examen keine Sorgen zu machen. Nein, mach dir um das Examen keine Sorgen. Was wünschst du dir zum Geburtstag? Sie können doch wegen des Examens nicht auf die Party kommen, warum nicht wahr? Denn nicht? Als Lehrer habe ich doch Zeit genug. Und haben Sie sich denn genügend darauf vorbereitet? Was soll diese dumme Frage? Als Lehrer fühle ich mich verantwortlich wie ein Vater und als Vater gehe ich auf das Fest meiner Tochter. Seit wann versucht ein Vater mit seiner Tochter zu flirten? Was soll das heißen? Das reicht jetzt. Wir drei feiern jetzt eine Party. Wieso wir drei? Ich dachte nur, wir beide. Nein, alle drei. Wir feiern eine Geburtstagsparty. Ich kann dir doch nicht dasselbe schenken, was ich schon Miyuki Kashima schenke. Und außerdem darf ich nur 9.000 Yen ausgeben. Hallo, Masato. Oh, guten Tag, Herr Kashima. Suchst du auch nach einem Geschenk? Ja. Ich habe auch lange gesucht, aber jetzt habe ich das Richtige gefunden. Wie gefällt dir das? Nein, das geht nicht. Hm? Wieso nicht? Weil ich ihr das schenken wollte. Ich habe ihr das Gleiche gekauft. Hm? Wieso? Ich denke, du hast noch nichts gekauft. Doch, und heute suche ich etwas für meine Schwester. Für deine Schwester? Dann hat sie also auch Geburtstag. Ja, sie hat auch... Etwa auch morgen? Ja, auch morgen. Donnerwetter, sie begreifen aber schnell... Aber warum hast du mir denn das nicht eher gesagt? Na, wieso? Also, weißt du, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich doch bei mir zu Hause keine Party geplant. Heute ist der große Tag, der 9. Februar. Hallo, Miyuki. Es tut mir ja so leid, ich muss ganz plötzlich verreisen. Ich kann heute Abend auf das Fest nicht kommen. Oh, schade. Bitte, sag die Party ab. Warum? Du kannst doch nicht mit Ryuchi alleine feiern. Ach ja, stimmt. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Mhm. Entschuldige bitte, Miyuki. Mein Onkel ist gestorben und wir werden heute Abend die Totenwache halten. Oh, wie freundlich von deinem Onkel. Hören Sie auf. Das ist nur gut für mich. Hä? Ach, wisst ihr, wenn ich ganz ehrlich bin, fühle ich mich für die Prüfung noch nicht genügend vorbereitet. Jetzt kann ich lernen. Verzeih bitte.